Die Mutter von Cristiano Ronaldo hat sich jetzt ausgesprochen für einen Wechsel von ihm zu folgendem Verein. Sie sagte quasi, wo er hinwechseln wird in der Zukunft. In Portugal gab sie ein Interview und sagte folgendes. Morgen, also beziehungsweise ist jetzt heute, fahre ich nach Turin und spreche mit ihm. Er wird nächstes Jahr auf Alvalade spielen, das ist das Stadion von Sporting Lissabon. Ich werde ihn überzeugen und er wird zurückkehren, sagte sie. Sie kündigt quasi nichts Geringeres an, als dass der Sensationswechsel von Cristiano Ronaldo vonstatten gehen wird. Wahrscheinlich nachdem sein Vertrag 2022 bei Juve ausgelaufen ist, dann soll er wieder zurück nach Sporting Lissabon zu seinem ehemaligen Club, zu seinem ersten großen Club. Und das finde ich persönlich sehr schön. Nur eine Sache vielleicht, ich würde noch 2-3 Jährchen auf allerhöchstem Niveau dranhängen. Damit nichts gegen Sporting, sind aktuell wieder Meister, ich glaube zum ersten Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren geworden in Portugal. Mit dem portugiesischen Fußball bin ich nicht so vertraut, muss ich auch ehrlich sagen. Sind aber endlich mal wieder Meister geworden, haben ein gutes Team. Aber natürlich ist es was ganz anderes, als bei Juve zu spielen, bei Manchester United, bei Real Madrid, diese Hausnummer. Ganz, ganz klar. Und ich finde, Ronaldo ist noch in der Form, auf höchstem Niveau was zu machen. Also an Ronaldos Stelle, glaube ich, wenn ich er wäre, würde ich versuchen, jetzt entweder bei Juve nochmal bleiben oder vielleicht PSG gehen noch 2-3 Jährchen und dann, ich glaube, selbst mit 38, 39 im Ibra-Alter kann er wahrscheinlich bei Sporting das dann schön ausklingen lassen. Auch wenn ich es natürlich schön finde, wenn seine Mutter versucht, ihn davon zu überzeugen, wieder dorthin zurückzukehren und eben nicht nach Katar, nach China, sonst irgendwohin zu wechseln, wo es dann keinen mehr interessiert, dann ist es doch wirklich eine schöne Sache, wenn er nicht des Geld wegen ist, er ist nicht wegen Geld gegangen, sondern eben wegen der Emotion, weil Sporting sein erster großer Club war, der ihn entdeckt hat, der ihn rausgebracht hat und von dort ging seine riesige Weltkarriere los. So, liebe Freunde, meine Meinung zum Pokalfinale gestern erfahrt ihr, wenn ihr jetzt in die Mitte klickt. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, hat er den Ball richtig flach.